Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück hier zu meinem persönlichen Albtraum in Resident Evil 2. Yes, yes, yo. Das sollte nicht. So, der Stufe 2 Chip. Sein. Zack. Warum die Musik? Kondensator, Elektroschockgewehr. Ach, okay. Genau, und hier brauchen wir wieder den Hyperwellen-Quantum-Fussil-Dings. Warte die ganze Zeit auf irgendeinen Licker oder so, der runtergesprungen kommt, aber da passiert irgendwie nichts dahingehend. Dr. Lee, Chief Cartwright, erfordert dringend Ihre Anwesenheit im Ostbereich. Okay. So, Elektroschockgewehr. Okay. Weiß nicht, was ich von dem Ding halten soll. That's what she said. Mittlerweile 30 Schuss ACP, Alter. Könnten wir fast überlegen, ob wir lieber das mitnehmen wollen, anstatt die Pistole. Schnell nachladen. Ne? Betonung immer noch auf schnell. Ey! So, Friends. Da haben wir schon den Signalmodulator. Dann würde ich sagen, gehen wir tatsächlich nochmal zurück. Das Teil kennen wir jetzt auch schon. Ist das Antivirus im Westbereich? Warte mal. Können wir ja jetzt schon einstellen. Und zwar war das OSS. So. Wayne Lees Notiz. Mein Gott, Blut überall. Ach, das kennen wir aber schon.
traue dem ganzen Scheiß hier nicht. Fühle mich wirklich, als ob ich so Tomb Raider spiele. Weil sie sieht halt schon heftig aus wie die gute Lara. So. Das verstauen wir mal. Runter. Den Modulator nehmen wir mit. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Mann, ich wünschte, wir könnten jetzt schon einfach abbauen hier. Ich sehe mich schon wieder abkotzen wegen den Pflanzendudes und so. Ich kotze ja jetzt schon ab wegen den Pflanzendudes. Wie wir da wohl rankommen. Oh Gott. Vor allem kann ich nicht das einfach. Ist furchtbar. Das wäre so easy, ne? Einfach gegenschießen, das geht kaputt, er fällt rein. Damit keiner sagt, ich hätte es nicht versucht. Führungspersonalrechte für Computerzugriff erforderlich. Wir wissen ja zum Glück, wie man gegen die kämpft, mittlerweile. Input Code. Das sind 100 pro sowieso andere Codes. Lösung wird zerstört. Lösung hat keine Wirkung. Du bist gefickt.
Mann. Luke. So, Unkrautvernichter, wissen wir ja, wie man das herstellt. Vernichter Workbench. Da fehlt uns ja das Wichtigste. Ich frag mich ja, was passiert, wenn ich jetzt einfach so lange Codes ausprobiere, bis ich den richtigen finde. Was ich meine? Wenn ich jetzt einfach so lange am Steuerungsterminal die Codes probiere, bis ich den richtigen habe. Das wäre übelst lustig, oder? Das wäre es gewesen, Alter. Ich, ey, ohne Scheiß, ich würde gern wissen, was dann passiert. Weil wir ja dann einen Riesenteil vom Spiel einfach gar nicht sehen. Was heißt ein Riesenteil? Also schon einen gewissen Teil, sagen wir es mal so. Die sind halt direkt vor der Luke, wo wir hin müssen, ne? Okay, das war jetzt eine Variante, die mir nicht gefallen hat.
will halt Munition sparen, weil die Dudes sind eh immer wieder da. Neue Karte, nice. Schießpulver. Ja, ich habe halt das Gefühl, dass es absolut nichts bringt, gegen die zu kämpfen. Hoho! Hier in dem Raum waren wir gar nicht, ne? Im Serverraum. Also mit Leon meine ich. Okay. Uff. Man hört, dass da was ist, ne? Hier wäre nochmal ein Safe Room gewesen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier... Eigentlich müssten wir hier mit Leon auch reingekommen sein. Aber wir waren halt nie hier, weil mich der Raum davor so abgefuckt hat. Ich war mal froh, wenn wir da durch waren. Ach, guck mal, warte mal. Wir haben so viel Stuff, Alter. Können später komplett ausrasten. Messer Nummer 40. Also wenn der Endgegner zum Schluss einen Messerkampf will, wir kommen nicht unbewaffnet. So.
So, wir wissen ja, dass hier wahrscheinlich zwei Licker runterkommen. Zumindest kann uns eigentlich kein Zombie in den Rücken fallen. Wollte gerade sagen, war hier nicht noch letzte Mal eine Heilpflanze? Okay, Leute. Das ist einfach so fickrig, Alter. Wenn das Fieder rauskommt. So, Trophäe. Und am Anfang sehe ich schon, dass es auf jeden Fall genau dasselbe, wie wir es beim Dings hatten. Und das ist das, was ich meine. Hätten wir den Code, dann hätten wir jetzt schon das Zeug und könnten direkt in die Kühlkammer. Willkommen zurück, Dr. Lee. Wir haben 5 neue Nachrichten. Rick Mendoza, genau, das hatten wir schon gelesen. Meinen Parker einpacken sollen. Nur, weil hier können wir das Zeug erst kühlen, wenn wir es besitzen. Wenn wir es nicht haben, können wir es nicht kühlen. Logisch. Frag mich, ob wir da durchkommen. Fuck you! Alle sind verwandelt Pflanzen geworden. Okay, das können wir gar nicht nutzen, Alter. Oh, oh, ich bin am Arsch.
Ja, es war eine leicht unorthodoxe Herangehensweise. Halt die Klappe. Ich frag mich auch, warum man das Messer genutzt hat und nicht das. Eigentlich brauchen wir die Scheiße nicht. Mann, was ist denn los, Handy? Was willst du denn von mir? Was nervst du mich denn? Leute schreiben auf YouTube Kommentare. Das ist doch nichts Schlimmes. Handy, dann musst du den nicht gleich ausrasten, deswegen. So. Das. Dann so ein Strich. Dann sowas hier. Und dann der hier. Überleg mal. Wir wären jetzt schon fertig. Theorie ist ja eigentlich, dass jedes Mal, wenn die Tür zugeht, werden die woanders hingestellt. Soweit die Theorie. So. Manueller Modus aktiviert. Bitte Lösungsmenge an Kartuschenkapazität anpassen. Nee, warte mal. Jetzt müsste es hinhauen. Ne? Also falls ihr es nicht kapiert habt, wir müssen... Da ist ja bei den einen ganz links ist ja da oben das Rote abgebildet und bis dahin müssen wir halt kommen, ne? Und deswegen müssen wir die ganze Zeit rumfüllen.
Sag ich schon. Holy shit, was bist du so aggro? Halt's Maul. Ich habe gerade überlegt, welcher Weg halt der bessere ist. Und dann habe ich mich entschieden, hier lang zu gehen. Ja, ich muss dazu sagen, das war ein bisschen Panikmodus. Ich glaube auch nicht, dass es der beste Weg ist, den wir jetzt gelaufen sind. Nur um das mal vorneweg zu greifen. Aber es ist ein Weg, den wir gegangen sind, okay? Okay? Leute, speichern. Wie sie weitergeht, das könnt ihr schon sehen. Also, noch nicht schon, aber schon bald. Und zwar in der nächsten Folge von Resident Evil 2 bei mir hier auf dem Kanal. Danke an jeden, der mir ein Däumchen nach oben hinterlässt. Ihr seid die geilsten, Alter. Und ganz, ganz großes Danke an jeden, der sich herablässt, auch noch ein paar Worte in die Kommentare zu tackern. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Bis dahin. Bye-bye.